Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Freitag. Freue mich natürlich, dass ihr am Start seid und natürlich habt ihr ein geiles Wochenende jetzt vor euch. Ich hoffe doch zumindestens. Wir haben heute mal wieder eine neue Podcast-Folge und ja, vor allem, warum ich auch unbedingt eine Podcast-Folge machen wollte, ist, ich wollte nämlich den neuen Skin spielen. Ja, der Karma-Skin ist raus und er sieht, wie ich persönlich finde, einfach insane gut aus. Es gibt sehr, sehr viele Chromas. Ich habe mir direkt alle Chromas von ihr gegönnt. Muss aber sagen, preislich war das doch schon eine ganz schöne Nummer. Also das hat mich doch ein bisschen vom Hocker gehauen. Ich dachte kurz, der Skin wäre vielleicht Legendary plus Chromas. Dieser Skin hat 1350 gekostet. Der Djinn kostet 1,8. Und die Chromas mit alle, ich meine, das sind auch wirklich viele. Das sind, glaube ich, 8 Chromas oder sowas. Also das insgesamt hat mich 2,8k RP gekostet. Das ist ein Haufen viel. Ja, ich habe noch ein Icon dazu bekommen, das habe ich jetzt reingemacht. Aber na gut. Wir haben heute einige Themen, über die wir sprechen können. Aber bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, gucken wir mal kurz. Wir haben Dakamis, wir haben Böllerei am Start, wir gehen für Atombomben-Gameplay und wir haben eine Katharina im Gegnerteam. Gegen Katharina spiele ich nicht ganz so gerne. Könnte aber funktionieren. Ne, schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Wäre natürlich vielleicht auch noch cool gewesen, wenn dieser Q-Strudel auch noch so in der Farbe von dem Chroma gewesen wäre. Das wäre natürlich auch noch insane gewesen. Ja, ich guck mal, was haben wir hier. Wir haben heute auf der Liste folgende Sachen. Der erste Punkt, wie jede Folge, hier wird schon geschrieben Dead Skin, ja. Wie in jeder Folge quasi Fitnessstudio. Ich gehe ja wieder regelmäßig hin. Und ich habe das ja auf Instagram, ich glaube, die meisten haben schon mitbekommen, aber ich habe vor, also ich muss ja Fotos machen. Ich mache eigentlich nicht übel gerne Fotos von mir, muss ich sagen. Na, Fotos machen ist immer so, ja, weiß ich nicht, da sehe ich mich nicht so richtig. Oh, boah, das Band ist ja komplett broken, siehst ja fast gar nicht. Also ich mache nicht so gerne Fotos von mir und ich erlebe jetzt auch nicht so wie jeder YouTuber so irgendwie 1000 verschiedene Sachen am Tag. Deswegen habe ich keine Lust, jedes Mal dasselbe zu posten, wenn ich very ehrlich bin. Und da habe ich mir überlegt, ouch, das tut weh, da müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass sie uns gleich umböllert, dass ich einfach Bilder mit irgendwelchen Dudes aus dem Fitnessstudio oder aus dem Edeka, irgendwelche random Leute, die ich überhaupt nicht kenne, Fotos mitmache. Naja, das ist zumindest so eine Idee, ob man das macht. Also, vielleicht wird das auch nach einer Zeit langweilig, da habe ich vielleicht die Angst, dass wenn da jeden zweiten oder jeden vierten Tag ein Foto mit irgendeinem kompletten random Lord kommt, ob das vielleicht dann irgendwie too much ist, das weiß ich nicht, das wird man wahrscheinlich nur über Probieren rausfinden, denke ich mal. Anders wird es wohl nicht funktionieren. Komm schon. Nice. Oh, sie gibt hier aber, ne? Ja, und Dakavis. Sehr, sehr gut. Dakavis würde ich grundsätzlich niemandem empfehlen. Der einzige Grund, warum ich Dakavis spiele, ist, weil man das dann direkt mit einer RQ auslösen kann im Late Game, ja? Ich kann ja nicht Electrocute mit RQ auslösen. Deswegen. Oh, die willst du aber wissen jetzt hier, oder was? Ich habe noch ein Schild zur Not. Okay, das wird aber schwierig werden hier. Flashen wir? Ich glaube, wir flashen lieber mal. Lol? What? What? Okay, sie ist wirklich gegen die Wand geflasht. Ja, welcome. Ja, also das habe ich vor. Ansonsten im Fitnessstudio will ich auch... Also falls ihr mich kennt aus dem Fitnessstudio, ja. Ich bin ja im Wellu, so viel sage ich. Das heißt, falls ihr mich schon mal gesehen habt, könnt ihr mich auch gerne ansprechen. Ich werde nämlich sehr, sehr oft da angesprochen, tatsächlich, muss ich sagen. Also mich sprechen sehr, sehr viele Leute mittlerweile dort an. Ist natürlich verrückt. Na, irgendwann heißt es... bist du nicht der Fotos mit den ganzen random Leuten in Random City macht? Ja, genau der bin ich. Nee, der bin ich doch nicht. Schade. Ja, der zweite Punkt, was, glaube ich, sehr, sehr viele interessiert ist. Oder was heißt sehr viele interessiert? Ab und zu wird das immer gefragt. Mein Alltag, Videos und so weiter. Also, mein Alltag ist so, dass ich aktuell viel zu spät aufstehe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mein Bett ist irgendwie zu... Keine Kanonen von Mi Gaming, ebenfalls am Start. Mein Bett ist irgendwie zu... Ja, wie soll ich sagen? Zu flauschig. Ich bin sogar gestern richtig früh ins Bett gekommen. Aber trotzdem... Also ich war um 24 Uhr schon im Bett. Aber trotzdem konnte ich nicht... Oh shit, da kommt... Nee, ach, das war unser Schakko. Ich dachte, das wäre ein Gegner schon. Ah, das ist gar nicht so schlecht. Nice, komm schon, Dakavis. Ich habe noch Ignite zur Not. Ignite, okay, das war mein Ignite, sehr gut. Wir haben beide Ignited. Ja, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja, wenn ihr irgendwelche übelst krassen Tricks habt, ich habe mir überlegt, ob ich mein Handy weiter weglege, dass es morgens so weit weg liegt, wenn es klingelt, dass ich aufstehen muss. Ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich guter Plan, hätte ich gesagt. Alter, Minions Farm ist komplett gegeben bei mir. Also diese Idee, aber falls ihr richtig coole Ideen habt, Leute, ne, wie ihr morgens, auch nicht nur für mich, sondern auch für euch untereinander, wie man richtig krass aus dem Bett rauskommt, wie man Energie kriegt, könnt ihr einfach mal droppen, ne? Ob man vielleicht irgendwas Besonderes essen muss. Also zum Beispiel, ich meine meistens,
wenn ich Salat gegessen habe, dass es mir sehr, sehr gut geht. Nice Gank, Bro. Naja, drop das doch einfach mal in die Kommentare. Auf jeden Fall stehe ich viel zu spät auf. Dann gehe ich immer duschen, essen, natürlich dies, das. Und ich versuche meistens, eigentlich müsste ich morgens streamen. Morgens habe ich das Gefühl, ist das mit den Zahlen und generell, ne, auf sowas muss man ja leider achten, auch besser. Aber, und ich habe auch morgens einfach bessere Laune, habe selber mehr Energie und habe, ne, das würde für mich auch besser funktionieren. Aber morgens bin ich auch am kreativsten. Also morgens ist einfach meine beste Phase. Sagen wir, wie es ist. Und, oh, sie springt nochmal weg. Und das heißt, entweder ich mache morgens ein Video oder ich streame morgens. Und Videos machen ist halt viel schwieriger als zu streamen, meiner Meinung nach. Bei Streamen musst du halt einfach anmachen und dann streamst du. Klar kannst du da auch besser spielen und dies, das, aber bei YouTube musst du halt wirklich Dinge machen. Du musst kreativ sein, du musst effektiv sein, du musst produktiv sein. Bei Streaming, da kannst du auch reinjodeln und kannst trotzdem da irgendwas machen, ne? Und deswegen mache ich meistens am liebsten morgens YouTube. Das Problem ist, wenn es so ein richtig anstrengendes Video ist, dann wo ich da mal wirklich 5, 6, 7 Stunden dran sitze, vielleicht auch mal länger, dann bin ich danach halt meistens auch wirklich komplett RIP und dann will ich danach auch nicht mehr streamen. Das ist manchmal immer so, wir machen mal den Heal. So, jetzt kriegen wir, okay, ein Dark Harvest vielleicht noch, wäre geil. Oh, lol. No. Okay, das kriegst du auf jeden Fall wieder zurück. Das kriegst du wieder zurück, ne? Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Da hat sie mich, ja, komm, krieg ich Leiden und Assist sogar, komm schon, oh, oh, das E, brenn, 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 oh, das reicht nicht, schade, schade, schade. Ne, deswegen mache ich morgens am liebsten direkt aufstehen, ein Video, dann am besten gehe ich zum Sport, also entweder ich gehe zwischendrin zum Sport, das heißt, ich mache Video, Sport, Video weitermachen, oder ich mache das Video fertig und gehe dann zum Sport, das heißt, kommt immer so ein bisschen drauf an, sage ich mal. Und ja, und dann kommt es halt drauf an, abends, ne, das heißt, wie spät war es jetzt, wenn ich jetzt bis 18, 19 Uhr am Video war und ich dann um 19 Uhr zum Sport gehe, dann werde ich natürlich nicht mehr streamen. Wenn ich nicht so lange, manchmal mache ich ja auch Videos, die nicht so aufwendig sind, dann kann ich auch, oh, das hat schön gewöllert, dann kann ich auch früher zum Sport und dann kann ich auch früher streamen rein, theoretisch. Also ist halt immer so ein bisschen, oh, das hat getroffen, sehr gut. Wir müssen ja jetzt auf jeden Fall mal zurückgeben, Leute, was sie uns gerade gegeben hat. Na, wir müssen ihr Payback-Punkte zurückgeben. Es kann, wir reden natürlich sehr viel. Das ist immer so ein kleiner Punkt, aber ich muss, irgendwie ist mein Setup hier auch irgendwie passt, finde ich das komisch. Irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Hat die schon wieder Ultimate? Das wissen wir nicht. Hang! Oh, das böllert. Oh, sie. Und Dark Harvest noch. Komm schon. Dark, Darky. Oh, nö. Kein Darky. Wirklich kein Darky. Aber sie hat keine Pots. Das heißt, wir kriegen jetzt auf jeden Fall einen Darky, oder? Wir brauchen nur einen Auto-Attack machen. Auto-Attack. Sehr gut. Springt sie da drauf? Nein. Hm, wir haben gleich Flash, aber ich brauche noch Ultimate. Aber ich glaube, Ultimate kriege ich, wenn... Sie müsste so ein bisschen... Ich weiß nicht, flashen wir? Ja, ich glaube, wir flashen, oder? Okay, sie hat auch geflasht. Oh, komm schon. Nee, das reicht nicht. Doch, das, sie ist nicht rausgekommen aus dem Todesstrudel. Sehr geil. Sehr, sehr very welcome. Schön. Schön, 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 schön. Hm, ja. Weiter im Text mit Videos. Diese Woche zum Beispiel bin ich jetzt, habe ich jetzt nicht so viele krasse Videos gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Oh shit, jetzt müssen wir uns irgendwas überlegen. Das Beste wäre, ne, wir sind tot. Ich komme nicht, oh, oh. Hey, ohne Witz, das sah aus, als könnte ich noch ein Stückchen hinlaufen, oder nicht? Scheiße. Hat sie einen Assist bekommen? Nee, sehr gut. Diese Woche habe ich jetzt nicht so heftige Videos gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Also, ich denke, grundsätzlich wäre mein Plan folgender. Ich würde gerne... Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich wiederhole mich sehr oft, aber I'm sorry. Also dieses Video habe ich noch nicht gesagt, dass ich ein aufwendiges Video machen würde. Zum Beispiel das LoL-Quiz, How to Counter oder was weiß ich. Oder ein Guide. Dann dazwischen so Gameplays. Also aufwendig, Gameplay. Nee, also nicht so aufwendig, so nach dem Motto so ein bisschen. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich... Oh, komm schon. Ja, nice. Bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, wie ich das Ganze anstelle, weil... ja, also eigentlich müsste ich das so ein bisschen machen wie Maxim, glaube ich. Ich habe das Gefühl, dass die Maxim-Videos sind ja klar, die sind auch kürzer einfach und... Ja, ich meine, die sind nicht ganz so aufwendig, die sind nicht schlecht, das möchte ich nicht sagen. Die sind aber, dadurch, dass sie kürzer sind, ne, zum Beispiel, Katar kriegt die Kills, very geil. So ein 6-7 Minuten Video mit Content zu füllen ist natürlich schwieriger als ein 12 Minuten Video zu füllen. Natürlich muss ich nicht unbedingt so lange Videos machen, aber zum Beispiel bei diesem Fist Video,
Wenn ich das 7 Minuten mache, dann fehlt da einfach sau viel. Und wenn ich das halt 12 Minuten mache, ist das halt super viel aufwendig. Ich weiß nicht, das ging glaube ich sogar länger, 15 Minuten, ne? Dann ist das halt super aufwendig, das mit Content zu füllen oder na, auch dieses LOL-Quiz. Klar, ich meine gerade auch bei neuen Formaten muss man auch erstmal gucken, ja, hey. Oh, shit. Gerade bei neuen Formaten muss man auch gucken, wie macht man alles. Ne, das klappt ja auch nicht direkt alles sofort. Jetzt haben wir, okay, das klappt eigentlich sogar. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Morde war auch gerade da, deswegen ist es fair, wenn Choco auch kommt, finde ich, oder nicht? Na, ich denke, wenn man da ein bisschen Routine reinkriegt, dann klappt es auch besser. Hier zum LOL-Quiz war sehr, sehr cooles Feedback. Einige haben gesagt, es war zu einfach. Einige haben gesagt, es war zu... Wobei dann auch immer wieder Leute geschrieben haben, sie haben nur 10 Punkte. Und wenn ich mich frage, es war zu einfach. 10 ist jetzt nicht so viel. Einige haben gesagt, dass die Zeit zu lang war tatsächlich. Kann ich verstehen, ist natürlich für mich aber auch sehr, sehr schwierig, ne? Ich kann da sehr schwer sehen, okay, hey, wie ist das zeitlich? Passt das hier oder passt das nicht? Naja, also ich muss natürlich erstmal so... Was sagt ihr zeitlich, Leute? Das waren jetzt 30 Sekunden, die ihr hattet. Sollen es eher so 10 sein? Oder 15? Oder 20? Oder wirklich 5? Okay, er hat ihn geklaut. Ist das Shaco? Ja. Das heißt, ich kann ihn direkt shielden im Best, aber Cutter wird ihn umbringen. Ja. Und Duck Harvest. Ich hätte nochmal eine Ult. Ach, shit. Ja, ich hätte Shaco einfach droppen lassen sollen, ganz ehrlich. Ich habe ihm auch mein Schild gegeben, dadurch hätte ich das nicht gegen Cutter. Wir haben super viel Geld auf dem Konto, das hätte ich benutzen sollen. Da waren viele Dinge, die waren nicht so cool gerade. Na gut, immerhin haben wir jetzt Loons fertig. Ja, Mitte ist auf jeden Fall Action. Sie hatte, also wir müssen auch zugeben, sie hatte gerade 2 Kills geholt. Das heißt, sie hat richtig viel Geld bekommen. Na, sie hat richtig Items gegettet. Und jetzt ist der Turm hier weg. Ja, vielleicht überlebt er sogar noch. Ja. Weiter noch. Zum Beispiel, wir können ja einfach mal, ne, so kleine Insights gebe ich einfach mal. Diese Woche. Grundsätzlich hatte ich schon Lust, diese Woche was zu schneiden. Wie hat's angefangen? Was war Montag? Was habe ich Montag rausgebracht? Ich weiß gar nicht, was habe ich Montag gemacht? Boah, jetzt muss ich überlegen. Was habe ich Montag rausgebracht? Ich habe keine Ahnung. Sagen wir Dienstag. Dienstag kam Patch Notes. Weil Patch Notes sind ja immer fest, ne? Die kommen alle 2 Wochen abends. Dann kommt mittwochs immer vom PBE. Irgendein Gameplay, Kiana oder irgendwas. Und oft kommt dann donnerstags oder freitags ein PBE-Video noch zu Änderungen. Und also diese Woche Änderungen technisch war jetzt nicht so viel. Also es gibt schon ein paar Sachen, die sind interessant, aber ich würde jetzt nicht gleich, weil diese es ist eine coole Änderung dabei, aber deswegen würde ich jetzt nicht sofort sagen, wow, ich muss sofort ein Video machen, sondern ich warte, bis ein paar mehr coole Änderungen da sind, dass ich das gebündelt rausbringe. Das ist so meine Idee so ein bisschen. Ja, mach deinen scheiß Emote. Springt sogar nochmal rein, der Depp. Komm, sprengen. Ja, sehr gut. Ah, okay. Das ist halt schon fies mit Katarina, ne? Muss man einfach mal zugestehen. Und deswegen war es diese Woche ein bisschen... Irgendwie war es ein bisschen... Oh, geil. Die springt jetzt gleich nach hier. Das war's mit dir. Komm schon. Okay, das schaffen wir, Leute. Wir müssen Auto-Take B. Okay. Ja, Mordekaiser-Gameplay ist ein Flieg. Ich konnte aber auch nicht flashen irgendwie. Ich habe Flash gedrückt nach hier, aber vielleicht ging das nicht, weil das so ganz gerade am Rand ist. Und dann sagt er, nee, Tobi, du kannst nicht durch den Rand. Aber ich wollte ja gar nicht durch den Rand. Ich habe aber Flash gedrückt, aber naja, gut. Ja, schade, Marmelade. Scheiß Mordekaiser, in der Mitte. Hier ist 4-4. Ist einiges los auf jeden Fall. Ja, das heißt, ich würde auf jeden Fall für nächste Woche wieder angehen, besseren Stuff zu schneiden. Heute ist jetzt schwieriger Tag zum Beispiel. Da muss ich noch gucken, ob ich auf Dauer vielleicht... Ich war heute am Überlegen, ob ich wieder nichts bringe. Was heißt wieder? Also Freitag. Ich hatte damals ja die Freitagtage, wo ich sage, hey, Freitag kommt kein Video. Und ich habe auch heute überlegt, ob ich kein Video mache. Weil das Problem ist einfach, heute wird ein richtiger Scheißtag für mich werden. Ich mache jetzt dieses Video, das rendere ich, dann gehe ich zum Sport. Und dann muss ich ein Video für morgen schneiden und für Sonntag. Und am besten sogar für Montag. Das ist unmöglich, müssen wir jetzt schon mal sagen. Weil, also außer ich möchte direkt produzieren, das würde ich aber nicht so gerne machen. Weil ich würde ja immer gerne ein Video voraus machen. Das heißt, eigentlich müsste ja Freitag das für Samstag kommen, Samstag das für Sonntag und Sonntag das für Montag. Das Problem ist aber, dass ich am Wochenende immer streame. Und am Samstag und Sonntag, wenn ich dann da, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Stunden streame, habe ich auch keinen Bock mehr, ein Video zu machen. Und ja. Naja, deswegen, also für morgen müssen wir auf jeden Fall eins heute noch machen. Und ich würde gerne dann halt schon irgendwas schneiden. Das muss ich dann nach dem Sport machen. Das ist der Plan. Ich würde gerne Yumi mal meine Kugel zeigen. Oder auch euch beiden. Ja, ja, ja. Also dieses Springen immer hier, ne? Richtig räudig. Richtig, richtig räudig. Und da ist natürlich die Frage, wenn du sagst, hey, okay, du musst
rein in der Theorie 3 Videos machen. Das werde ich jetzt nicht machen. Und vielleicht kann ja auch der Jerix, der schneidet ja die Gameplays. Vielleicht kann er ja dann auch noch ein Video abnehmen, ne? Das ist dann auch immer ganz cool. Falls dann ein ordentliches Gameplay irgendwo bei rumkommt. Ich glaube, hier gehen wir jetzt full deep, Leute. Und Feuer! Oh, lol, das hat sie nicht schlecht gemacht. Hat sie nicht schlecht gemacht, muss ich zugestehen. Oh, hier ist auch noch Vayne. Oh Gott, was ist denn hier alles los? Hat sie nicht... Ich habe gerade meinen Komet geworfen und da muss ich berücksichtigen beim nächsten Mal. Ja, also vielleicht kann der Jerix noch was abnehmen und... Naja, aber wenn du dann halt sagst, hey, du musst 3 Videos machen, dann sagst du halt, okay, wie kann ich 3 Videos machen? Die einzige Chance, 3 Videos zu machen, ist Gameplays aufzunehmen. Gameplays und Uncut. Das ist dann halt nicht so geil, ne? Und deswegen... Ja, muss ich gucken. Deswegen, ich würde ja auch generell meinen Fokus eher auf Streaming legen und dann zwischendurch YouTube machen. Stopp, umgekehrt. Also, meinen Fokus auf Streaming legen. Alter! Meinen Fokus auf YouTube legen und zwischendurch dann mal streamen, wenn es dann wirklich passt und ich fertig bin mit meinem Stuff. Ne? Ja, ansonsten habe ich noch 2, 3 andere Sachen. Facebook, Leute. Schreibt mich bitte nicht auf meinem privaten Facebook-Account an. Ihr könnt mich gerne auf meinem Facebook-Dings normalen Facebook ansprechen. Also, wenn ihr euch die Mühe machen wollt, mich anzuschreiben, ist cool. Aber dann schreibt das auf LeskiQ. Oder auf Instagram oder so, aber nicht auf meinem privaten Facebook. Weil, ja, ich weiß nicht. Es gibt so ein paar Leute, die schreiben mich da an. Die kennen mich nämlich aus der Facebook-Gruppe und dann sehen die, ja, ich kenne dich. Und dann schreiben die mich einfach da straight drüber an. Und ich finde das einfach... Oh, ich würde gerne mal Yumi jetzt einmal böllern. Ich glaube, ich mache übel viel Schaden an der. Scheiß Pinkwatch. Ich hoffe... Feuer! Ui! Guten Tag. Nice. Ja, und es gibt dann Leute, die fragen mich da irgendwelche Dinge und ich ignoriere das, beziehungsweise ich gehe da gar nicht drauf erst ein und wahrscheinlich denken die, und dafür tut es mir zwar auch ein bisschen leid, hey Tobi, der ignoriert mich, ist voll der eingebildete Assi und Assi-Lord und Yoda-Maker und was weiß ich. Naja, das kann ich mir gut vorstellen, weil die eine oder andere Nachricht kommt doch schon. Aber wenn ihr mich ansprechen wollt, dann macht das halt über den normalen Weg und nicht auf meinem Privataccount. Ne? Das muss ja auch sein. Ich will ja auch mal meine Ruhe haben und nicht immer überall mit dem Krempel belangt werden, sag ich jetzt einfach mal. Kommentare. Wie ihr mitbekommt, lese ich ja sehr viele Kommentare. Ich gehe auch auf sehr, sehr viele Kommentare ein. Die Frage ist nur... Ja... Das war nicht schlecht, auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob ich... Findet ihr, ich mache zu viele Herzen? Also ich like Kommentare, die ich gut finde. Da mache ich ein Herz dran. Meint ihr, ich mache zu viele Herzen? Weil ich glaube, andere YouTuber machen nur so 2, 3 Herzen, wenn es wirklich... Wenn es halt wirklich, wirklich geil war oder so. Ne? Ich meine, das kann ja jeder für sich entscheiden, wo er ein Herz dran macht, aber... Na, so kann ich euch... Einfach zeigen, hey, ich hab's gelesen, ich find's gut, ohne dass ich jetzt gleich einen riesen Text dazu schreiben muss. Weil, sind wir ehrlich, manchmal werden halt wirklich sehr viele Kommentare geschrieben und dann kannst du halt auch nicht 1000 Sachen da, ne, dann kannst du nicht auf 1000 Kommentare dann jedes Mal 5, 6, 7, 8 Zeilen schreiben, ne, weil, ja, ich antworte gerne mal auch in längeren Sätzen, manchmal kurz, trollig, je nachdem. Also, es kommt drauf an, wenn jemand kurze Sachen schreibt, dann antworte ich auch kurz, das ist ja auch okay. Wenn aber jemand so 20 Seiten schreibt und ich sage, yo, moin, was geht, finde ich cool, so, dann finde ich das immer so ein bisschen, ja, ich finde, wer viel schreibt, der kriege ich auch viel zurück, so ein bisschen nach dem Motto. Also, und das geht halt aber auch nicht immer und deswegen mache ich da manchmal gerne einfach so ein Herz oder sowas dran. Aber, ja, schwierig, ich denke, das ist Interpretationssache, ne? Ich denke, du kriegst einen Komet ins Gesicht. So, weh, der ultet mich da jetzt gleich. Guck mal, ich krieg halt leider nicht die Kills hier, schade. Aber wir machen schon Schaden, Leute. Gib mir Rabadons und ich outstraighte. Die Frage ist, ich würde gerne Karma vielleicht auch im Rank spielen jetzt mit den Skins. Die waren arschteuer, würde ich gerne spielen. Aber, oh ja, Boys. Fuck, mein Karma läuft aus. Mist. Aber... Ja, ich weiß nicht. Auf der Top-Lane mag ich sie nicht so gerne, auch wenn das immer gerne gespielt wird mit Coin. Ich müsste sie schon in der Mitte spielen, glaube ich. Aber ich weiß nicht, da Kavis... Ich mag die Rune eigentlich nicht so gerne, aber ich wüsste jetzt nicht... Also man könnte Benefi sonst noch spielen, das würde vielleicht gehen. Aber ich würde schon Full AP spielen und nicht irgendwie so ein Support-Kack oder so. Also da müsste man dann wirklich mal schauen, wie man das Ganze macht. Vayne hat überhaupt irgendwie... Ich glaube, die killt mich doch, oder?
Never mind. Komm schon, getten wir die? Ja. Komm, jetzt noch ein Komet. Und Feuer. Nice. 700. So, den schilden wir jetzt direkt. Never mind. Den schilden wir jetzt direkt. Oh, schöne Darkavis-Zoll bekommen. Wir können hier für dich. Okay, never mind. So, wir haben bald Rabadons fertig. Da würde ich mich very sehen. Schönes, leckeres Rabadons. Ne, ein Rabadönchen. Ein leckeres Rabadönchen. So nice Karma. Habe ich ihm geholfen oder so? Oder warum schreibt er das? Machen wir ein Herz zurück. Ich habe keine Ahnung, was er will. Aber hier, da hat er auch ein Herz. Ne? Ja, also ich werde gleich auf jeden Fall ins Studio gehen. Heute ist Brust dran. Da freue ich mich immer sehr drauf, muss ich sagen. Brust ist immer... Ich meine, Brust machen, glaube ich, sehr viele sehr gerne. Das ist meine liebste Übung. Aber auch Kreuzheben mache ich mittlerweile sehr, sehr gerne. Also, damals war Kreuzheben, habe ich das nicht so gerne gemacht. Aber mittlerweile feiere ich das auf jeden Fall. So, wir packen hier noch was rein. Let's go, let's go, let's go. Guck mal, Rabadons. Ah, komm. Da könnte man auch mal das Dark Seal verkaufen. Das lohnt sich schon, das lohnt sich. Da haben wir 500 AP, Leute, mit zwei Items, ne? Zweieinhalb. Da kommt natürlich auch hier, weil wir haben halt hier einfach nochmal 40 AP, ne? Das geht da schön dicke, saftig mit rein. Klar, unsere Stats sind ein bisschen scheiße, sind wir ehrlich. Aber, ja, ich habe ja auch mehr geredet. Bei dem Gameplay geht's ja, ich möchte es nochmal betonen, nicht ums Gameplay, sondern ums Talken, ne? Na, das ist jetzt... So, ich würde auf jeden Fall gerne mal Yumi abballern. Da würde ich mich richtig sehen. Wir können ja mal gucken, vielleicht... Oh, welcome! Na, das, guck mal, das knallt schon, Leute. Kannst du sagen, was du willst, aber das böllert halt übelste Sorte rein. Also, es böllert und knöllert. Und jetzt kriegt hier noch jemand das Ding ab. Mal gucken, wo ist unser nächstes Opfer? Da. Und... Fuck, okay, das war nix. Schade. Ich dachte, die läuft noch so ein bisschen zurück. Wollte sie nicht. Hat aber auch gar nicht so viel Cooldown, ne? Sind wir ehrlich, wir haben 40%. Müssen nur aufpassen, dass Mordor uns nicht ultet. Das wäre ein bisschen nervig. Hätte der locker jetzt gemacht. Hier für dich! Peng! Der will mich, der will mich. Ich sehe das in seinen Augen. Das passt aber vollkommen very fine. Komm schon. Ult. Later! Later! Later, later, later! Ne, you can't one-on-one me. You can't. You just can't. So. Ne, 8-6, ja, ist nicht die geilste Satz. Ich habe überlegt, ob ich demnächst mal wieder ein bisschen mehr Wladimir zocke. Peng! Bisschen Wladimir, Wladimir. Wladimir Karma, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas im Dreh. Können wir nochmal einen Komet versenken? Auf Yumi würde ich gerne, aber... Yumi not found. Deswegen, ohne Witz, Leute, viele fragen mich, warum ich Yumi immer banne. Genau deswegen. Du hast nur 4 Leute zum Töten. Du kannst Yumi nie töten. 3 Tode gerade mal. Das fuckt mich einfach übelst hart ab, muss ich sagen. Peng. Wenn du irgendwie gegen Nami, Sona, was auch immer du spielst, die kannst du very free töten. Aber nur die. Hier für dich. Oh lol. Hier ist ein Schild. Die kannst du very free abfarmen. Very geil, very nice. Aber sie nicht. Yumi nicht. Und alleine deswegen bann ich Yumi. Nicht, weil ich sie broken finde oder so, sondern weil du sie nie töten kannst. Und weil sie immer beim AD Carry ist vielleicht. Vielleicht auch das. Vielleicht auch das. So, Baron ist unser. Ich würde eigentlich noch nicht so gern shoppen, weil ich habe kein Geld irgendwie. No money. No money, no money, no money. Oh, lol. Ja, Katharina hat auf jeden Fall Bock. Aber ob das reicht, ich weiß ja nicht. So, ich hätte aber auch noch Bock. Ich habe immer noch ein paar Torpedos dabei hier. Hier. Peng. Oh, oh, komm schon, schade. Das wäre lustig gewesen. Hätten wir die dann noch gegettet. Das wäre very welcome gewesen. Very, very welcome. So, wir machen die immer groß. Nanani, nanani, nanani. Nani. Nani. Peng. Peng, peng, peng. Ja, komm her. Und peng. Oh. Ja, okay, es ging gerade sich noch aus, aber... Ja, auch der zweite Tick macht super viel Schaden. Super viel Schaden. Nani? Okay. Das war's, schade. Na gut, da haben wir ein bisschen overtrieben, I guess. So, machen wir das. Machen wir das. Wie viel AP haben wir? 600. Das ist okay. 600 ist okay. Ja, ich glaube, wir haben... Na, haben wir gewonnen. Zwei von ihren Tod. Allerdings haben wir noch Baron und Super Minions.
Ja, die könnten auch den Bot in. Ich glaube, wir haben gewonnen. Das war's. This it was. Ja, Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich weiß nicht, wie verabschiedet man sich im Podcast? Auf Wiedersehen, ganz normal. Tschüss. Ich werde jetzt zum Sport jodeln. Ja, falls ihr irgendwas habt, was ich am Podcast verbessern kann, könnt ihr mir das übel gerne sagen. Also für die, die dieses Format, sag ich jetzt einfach mal, mögen, ja, können gerne sagen, hey, gibt's irgendwas? Also klar, ich könnte vielleicht ein bisschen einen besseren Faden haben. Ich schreibe mir schon ein paar Stichpunkte auf, aber es ist immer schwer, den. Ich schreibe halt nur zum Beispiel Sachen auf wie, was mache ich? Zu viele Herzen, Alltag, so. Und dann ist natürlich, und wenn du dann zwischendurch im Game bist und dann was passiert und dann, ne, das ist. Aber ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Streamen werde ich, für alle, die es nicht wissen, Samstag und Sonntag morgens. So ab 9. Würde mich freuen, wenn ihr am Start seid. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Auf Wiedersehen.